Im letzten Jahr habe ich super viel Zeug aufgebraucht, gerade so in meiner Pause auch. Und von den alten Sachen ist eigentlich nichts mehr übrig. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich würde euch heute 10 komplett neue Sachen vorstellen für das neue Jahr. Und welche 10 Sachen das sind, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Und wie ihr ja wisst, ihr kennt ja meinen Kanal so ein bisschen. Wir probieren hier viel rum oder ich probiere hier viel rum. Konsumiere recht viel. Es ist aber auch wichtig, den Fokus darauf zu setzen, auf die Produkte, die vielleicht bei dir nicht so gut funktionieren. Ich musste leider in dem Jahr, ne, also ich habe es eigentlich im letzten Jahr aussortiert, relativ viel Sachen. Relativ viel ist so eine Aussage. Es waren schon so ein paar Sachen, die ich wegschmeißen musste, wo ich noch versucht habe, die Sachen aufzubrauchen, aber es hat halt einfach nicht mehr funktioniert. Und es ist immer absolut blöd, wenn du dir Dinge kaufst, die du hinterher wegschmeißt. Zum einen ist das Produkt produziert worden für nichts und wieder nichts und du hast es einfach nur weggeschmissen. Ne? Also geht gar nicht. Und ich bin einfach ein Freund davon, eben auch einen Fokus darauf zu setzen, Dinge auch aufzubrauchen. Ich habe wieder alles aufgeschrieben und habe auch die Anfangsstartzahlen von den Produkten. Beim nächsten Mal ist es schon so, dass man eben die Differenz davon ausrechnet. Heißt, ich habe alles jetzt gewogen, wiege beim nächsten Mal meine Produkte wieder ab, um euch zu zeigen, habe ich überhaupt irgendwie das Produkt angefasst. Bei Parfum ist es bei mir relativ schwierig. Ich stelle Parfums vor und habe jetzt einen großen Satz an Parfums an meine Mutter weitergegeben, weil ich sie halt nicht aufbrauche. Aber das hier möchte ich eigentlich schon aufbrauchen. Das ist noch fast voll. Das ist echt noch fast voll mit 274,73. Aber es ist so ein. Das kannst du mehrmals am Tag anwenden. Das ist nicht so das Problem. Von diesen, wie gesagt, Laris Parfums, wo ich eben, glaube drei habe ich hergeschenkt jetzt. Drei oder vier. Und weil mir einfach klar war, das kriegst du nicht weg. Mit den sechs neuen, die du jetzt hast, tu dich mal weg. Das hier hat ihr nicht gefallen. Also das hier hat meiner Mutter nicht gefallen. Das ist die 025. Soll wie Coco Mademoiselle riechen. Das habe ich sogar auch schon mal vorgestellt. Mit 140,83 ist das natürlich das Dreiviertel voll noch. Also da fehlt schon einiges, aber Dreiviertel voll ist es halt schon noch. Und bei Parfums ist es, wie gesagt, bei mir nicht ganz so einfach, weil ich regelmäßig neue Sachen probiere. Aber die zwei, die habe ich mir jetzt halt wirklich, die schenke ich nicht her. Sondern die zwei behalte ich und die werde ich auch leer machen. Aber das wird lange dauern. Ich habe die Erfahrung gemacht, leider, dass Essence, also Cosnova, Essence und Catrice zwar Gesichtspflege rausbringen, ich habe die mir auch geholt. Von der Variante hier gibt es was Neues, also eine überholte Version und die werde ich mir auch holen, als ich sie halt eben vorstelle. Und ich hoffe, dass ich sie vorstellen kann, denn das hier geht aus dem Sortiment, das ist mit Duftstoffen und ich habe nochmal so ein Produkt, das ist eine Creme mit Tigergras, die geht leider auch aus dem Sortiment, kann ich auch nicht mehr vorstellen. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich solche Sachen halt eben leer bekomme. Das mag ich echt gerne. Die überholte Version wird ähnlich sein, denke ich. Mit 69,75. Ich gucke hier übrigens in meinem Bullet Journal. Ist das halt auch schon halb leer. Das ist relativ dick und das verwende ich recht viel und verschwenderisch, muss ich sagen, weil ich das echt gerne mag. Dann haben wir hier nochmal ein Hyaluronserum. Da habe ich ja seit langem wieder eine Review gemacht, die nicht ganz so positiv ist. Mit 64,28 Gramm. Das ist relativ dünn und das verbraucht sich nicht so schnell. Ist auch halb leer.
Ich denke, ich werde an dem werde ich auch nicht ganz so lange haben wie jetzt an dem von Catrice auch nicht. Jo. Dann haben wir ein Produkt, das haben wir noch nicht mal angefangen. Ne? Also ich habe jetzt relativ lange Säureprodukte gehabt und wollte nicht noch zusätzlichen Säureprodukt aufmachen. Das kommt jetzt heute Abend zum ersten Mal in Einsatz. Das ist das BHA von Colibri. Es hat ja eigentlich auch relativ gut Geld gekostet. Klar, es ist halt echt auch groß, ne? 100 Milliliter und so Säureprodukte, da werde ich ein bisschen dran haben. Da werde ich definitiv ein bisschen was dran haben. 245,34 Gramm. Dann, und das war von vornherein klar, dass das schwierig wird, weil diese Sachen reichhaltig sind. Und ich werde es, denke ich, viel zum Beine rasieren, Achseln rasieren verwenden. Denn momentan ist mir so gar nicht danach, mir so reichhaltige Sachen auf den Kopf zu schmieren. Die Curly-Wave-Spülung, das funktioniert schon. Also auch wenn ich beides anwende, es funktioniert sogar echt gut in meinen Haaren. Aber meine Haare hatten halt dann 2 Tage durch und den Rest der Zeit sind die halt schwer as fuck, kann man sagen. Und es macht mich gerade auch nicht an, das irgendwie anzuwenden, leider. Aber deswegen nehme ich mir die Sachen auch vor. 218,16 Gramm. Die Spülung, die ist, wie gesagt, recht reichhaltig und recht dick. Und dann haben wir noch das Shampoo. Das ist schon ein bisschen leerer. Mit 140,23. Also verstehe ich ja auch nicht, warum das Shampoo leerer ist als die Spülung. Wahrscheinlich habe ich das Shampoo ein bisschen erhöht. Ja, genau. Ich habe es einmal beides auf einmal angewendet fürs Video. Dann habe ich es getrennt verwendet und meistens hat das hier. Deswegen ist es schon so leer. Jojo. Dann haben wir noch eine Spülung. Thema Spülung. Meine Haare mögen das gerade gar nicht, weil sie halt echt auch schnell einfetten. Und da sind Spülungen gerade in meinen Haaren nicht so toll. Es funktioniert halt gerade nicht. Immer wenn ich Spülungen im Haar habe, halten meine Haare noch weniger. Und meine Haare, ich mag meine Haare, wenn sie so am dritten Tag sind. Ne? Vierter Tag wird schon schwierig. So dritte Tag sind sie echt super. Und wenn ich da Spülungen im Haar habe, das kann ich halt echt vergessen. Alverde-Spülung 71,75. Ich denke, das werde ich bald leer bekommen. Werde ich mich mal hin und wieder zusammenreißen und wieder Spülung verwenden. Dann haben wir von Bioficina Toscana. Ich trage gerade keine Locken. Ich mag das nicht. Ich habe eher so den Wunsch, meine Haare wieder ein bisschen länger zu kriegen. Und da ist es eh nicht so mit den Locken, ne? Und ich will den aber leer kriegen. Der ist ungefähr noch halb voll oder ein bisschen weniger, kann man schon sagen. Mit 106,64. Ich mochte den aber, ne? Also ich habe den immer gerne verwendet und der hat bei mir immer richtig guten Effekt in den Haaren gehabt. So, und als letztes, das wird auch ein bisschen länger dauern, ist das die Sonnencreme von San Rizzoni. Die werde ich mir aber definitiv nachkaufen. Ihr wisst, bei Sonnencreme ist es einfach so, haltet das Zeug nicht zu lange auf, weil die Filter, die gehen auch mit der Zeit kaputt und schützen euch auch nicht mehr. Aber so ein Jahr sehe ich ja jetzt nicht die Gefahr und wenn man auch kein Octocrylen im Sonnenschutz drin hat, ist es auch nicht ganz so schlimm. Ich gucke, dass ich das halt die nächste Zeit über wirklich gehäuft dann verwende. Und werde mir da auf jeden Fall aber einen neuen kaufen, weil ich mag die Linie echt gerne. Und ich werde auch mir das Gesichtszeug wiederholen, weil das hat für mich echt gut funktioniert für einen kleinen Preis. Das ist aber auch gut. Das funktioniert im Gesicht auch mega gut. Habe ich in letzter Zeit verwendet. Werde das aber jetzt wieder übermäßig viel auf dem Körper anwenden, weil es wird wärmer. Und man trägt kürzere Klamotten. Und das heißt dann halt einfach auch, den Rest des Körpers auch mal ein bisschen zu schützen, nicht nur das Gesicht. Ja, das sind meine 10 Produkte. Vielleicht möchtest du ja wieder mitmachen. Wir haben auch eine Aufbrauch-Challenge auf dem Discord. Falls du da Bock hast, mitzumachen, den Link zum Discord findest du unten in der Infobox verlinkt. Da guckst du einfach mal rein. Wenn du Schwierigkeiten gänzlich mit Discord hast, schreib uns Mods oder mich speziell, schreib uns einfach an. Wir helfen dir gerne.
Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.